Was sind die drei wichtigsten Dinge für die Aktienmärkte? Erstens und ganz oben Liquidität, dann kommt an zweiter Stelle Liquidität, dann kommt an dritter Stelle ebenfalls Liquidität und vielleicht an vierter Stelle Bewertungen und solche Kinkerlitzchen, denn als die Notenbanken all in gegangen sind, massiv Liquidität in die Märkte gespült haben, da ist jeder Dreck gestiegen, da sind IPOs gestiegen mit irgendwelchen Versprechen, also Börsenneulinge, die praktisch an die Börse gebracht wurden, haben sich verdoppelt, verdreifacht an einem Tag, war alles gar kein Thema, Liquidität, Liquidität, diese Liquidität hat alle Boote nach oben praktisch steigen lassen, aber was ist, wenn die Liquidität dann weniger wird, respektive abgesaugt wird, dann, so hat es Warren Buffett ja gesagt, sieht man, wer nackt gebadet hat und genau das passiert derzeit, denn man nimmt inzwischen seitens der Märkte die Fed ernst, das hat ein bisschen gedauert, dieser kognitive Prozess, erst hat man ja gesagt, oh, lass die mal ein bisschen reden, dann kam das FOMC-Protokoll, erstes Erschrecken, dann aber wieder hoch und inzwischen ist es so, dass jetzt vor allem auch die Anleihenmärkte ganz klare Signale geben mit etwa der 10-jährigen US-Staatsanleihe, die heute auf 1,85% gestiegen ist. Damit ist der Abwärtstrend, der langjährige Abwärtstrend der Anleiherenditen offenkundig jetzt gebrochen, wenn das kein Fehlausbruch ist. Und das machte die Investoris ein bisschen nervös. Die kriegen jetzt die Muffe. Und man verabschiedet sich vor allem eben aus diesen Assets, die durch Liquidität so stark nach oben gespült worden sind. Und kann das alles sich wieder umdrehen? Können die Aktienmärkte neue Allzeithoch sehen? Eher nicht, wenn nicht eines passiert, wenn nämlich nicht die Fed einen Rückzieher macht und sagt, haben wir alles nicht so gemeint, aber da muss noch einiges passieren. Da muss die Wirtschaft weiter runtergehen und es müssen vor allem die Aktienmärkte noch deutlich weiter fallen, bis die Fed die Muffe kriegt und sagt, hört mal, haben wir alles nicht so gemeint, war doch nur ein kleiner Scherz. Ihr könnt jetzt in Ruhe eure Liquiditätsparty weiterspielen. Schauen wir uns die Geschichten mal an. Hier sehen wir etwa unten die Fed Rate Hike Probability, also die Wahrscheinlichkeit, mit der die Fed die Zinsen anheben wird. Für März liegt die Wahrscheinlichkeit bei 95% eines Zinsschrittes, dass die Fed dann bis Juni zweimal die Zinsen angehoben haben wird. 85% Wahrscheinlichkeit bis September. Dritte Zinsanhebung, Wahrscheinlichkeit eingepreist 76% und selbst ein vierter Zinsschritt dann mit 68% Wahrscheinlichkeit eingepreist. Also vier Zinsschritte, das ist die Erwartung der Anleihenmärkte. Und jetzt steigen eben in Erwartung dieser Zinsschritte die Anleiherenditen. Und so sehen wir etwa bei der 5-jährigen US-Staatsanleihe, dass die sogenannten Real Yields, also die Renditen minus der Inflation, jetzt so wenig negativ sind wie seit November 2020. Nicht mehr, also seit gut einem Jahr. Ist immer noch sehr negativ, die realen Renditen. Also ich mache immer noch ein Verlustgeschäft normalerweise, wenn ich eine Anleihe kaufe, die etwas über 1% rentiert und dann eine Inflation habe, die bei 7% liegt. Gar keine Frage, aber es ist eben dieser steigende Kapitalmarktzins, nicht der Leitzins, sondern der Kapitalmarktzins, der Geld verteuert. Das verteuert Kredite, Geld sitzt nicht mehr so locker und wenn Geld nicht mehr so locker sitzt, dann verabschiedet man sich aus Dingen, die von Luft, Liebe und vor allem sehr viel Hoffnung und Liquidität gelebt haben. Jetzt sehen wir vor allem betroffen eben Tech-Werte. Da gibt es ja durchaus unterschiedliche Tech-Werte. Es gibt die praktisch Blue-Chip-Werte wie eine Apple, die auf massenhaft Cash sitzen, aber auch eine Apple heute unter Druck. Und es gibt diese Hoffnungswerte, die eigentlich gar kein Geschäftsmodell haben, aber wahnsinnig gehypt werden. Davon gibt es eine ganze Menge. Wir sehen jedenfalls hier in diesem Chart die europäischen Tech-Werte einmal und dann die praktisch die steigenden Renditen. Das ist ein inverser Chart, was die Renditen betrifft. Das heißt, wir erkennen einen Zusammenhang zwischen steigenden Renditen mithin, also zwischen steigenden Kapitalmarktzinsen und eben den Kursen von Aktienmärkten, respektive Aktienindizes. Hier sehen wir etwa, dass jetzt die Ausländer sehr stark inzwischen Geld aus dem US-Aktienmarkt abgezogen haben. Warum tun sie das? Weil sie im Urin haben, dass möglicherweise für die Tech-Werte die ganze Geschichte schwieriger wird. Und was ist der US-Aktienmarkt? Welche Dominanz oder welcher Sektor dominiert? Richtig, der Tech-Sektor im S&P 500 ist etwa der Technology-Sektor mit 28% gewichtet, also mehr als ein Viertel von insgesamt ja, 11 Sektoren. Und so sehen wir heute, weil eben auch diese Tech-Schwergewichte jetzt die Märkte nach unten bringen, dass
alle großen US-Indizes unter wichtigen gleitenden Durchschnitten heute gefallen sind. Das muss nicht das Ende der Welt sein. Wir sind auch schon ziemlich überverkauft. Technische Gegenreaktion jederzeit möglich, gar keine Frage. Aber nach meiner Auffassung keine neuen Allzeithochs, solange die Fed nicht eine komplette Kehrtwende macht. Was wird also verkauft? Solche Dinge wie neue elektrische Fahrzeughersteller, die irgendwie noch kein einziges Auto verkauft haben oder zwei oder drei, aber mit Bewertungen hantieren, die dann größer sind als etwa für General Motors oder Ford. Das kann und wird auf Dauer nicht funktionieren. Und jetzt, wenn die Liquidität abebbt, funktioniert es auch nicht mehr. Und davon betroffen auch meine zweitbeste Freundin Cathy Wood, deren ARK Innovation jetzt schon deutlich unter 80 gefallen ist. Das ist doch ein ziemliches Blutbad, was sich hier da abzeichnet. Und Blutbad ist auch das Stichwort, gerade dieser Biotech-Sektor. Da sind ja viele Firmen, die wahrscheinlich viel Potenzial haben, vielleicht, man weiß es nicht, die großartige Produkte vielleicht in der Pipeline haben, das muss ich zeigen, die aber sehr hoch bewertet sind, und wenn dann diese Produkte doch kein Erfolg werden, dann ist die Kacke am Dampfen auf Deutsch gesagt. Wir sehen das jetzt etwa der Biotech-Sektor in den USA, den Nasdaq so stark underperformt wie noch nie. Wir sind jetzt auf der tiefsten Bewertung, seit es diesen Biotech-ETF hier gibt, nämlich seit dem Jahr 2006. Schon ziemlich ausgebombt. Eine BioNTech heute wieder 8% verloren. Novavax hier in Europa 12% verloren. Valneva verloren. Moderna auch in den USA heute wieder unter Druck. Und all das hängt auch zusammen eben mit Liquidität, mit den Kapitalmarktzinsen. Wir sehen, dass sogar die Fed Fund Futures jetzt sogar einen Ticken mehr als 4 Zinsanhebungen einpreisen für 2022. Ob sie damit recht haben, ist eine ganz andere Frage. Aber es ist eben das, was an den Märkten gespielt wird. Und was ist gut gelaufen? In diesem Jahr, seit Jahresbeginn, Gamma, der DES, also die praktisch als Inflationshedge, also Rohstoffe, die als Inflationshedge fungieren. Hier unten mal ein Chart, Commodities gegen US Technology Stocks, also praktisch Rohstoffe in Relation zur Technologie. Und da ist man mehr als 10% jetzt im Plus seit Jahresbeginn. Und das Jahr ist ja noch nicht so fürchterlich alt. Jetzt sind bisher 31% der Investoren laut einer Umfrage der Bank of America über, haben ein Overweight, haben also eine Übergewichtung an Commodities in ihrem Portfolio, während die Tech-Allokation, also das, was die Investoren, die großen Investoren in Tech stecken, ist jetzt so gering, respektive man ist da so untergewichtet wie seit der Finanzkrise, nicht mehr seit Dezember 2008. Also es findet hier ein Umdenken statt. Die Geldströme ändern sich und man tut gut daran, das nicht zu ignorieren und nicht zu sagen, diese Party geht weiter, stocks always go up. No, they don't. Wir gehen nur so lange nach oben, als eben das Umfeld dafür gut ist und schön ist, aber wenn eben dieses Umfeld sich ändert, dann sollte man daraus Konsequenzen ziehen. Und wer wahrscheinlich keine Konsequenzen daraus gezogen hat, das sind die sogenannten Retail Trader oder Individual Traders, die gekauft haben in den letzten Monaten, als gäbe es kein Morgen. Jetzt schon in 2021, also seit Jahresbeginn, haben die für 292 Milliarden Dollar Aktien gekauft und ETFs, und sie dürfen dreimal raten, in welchem Sektor man am meisten gekauft hat? In Tech. Das heißt, da sitzen viele natürlich ein bisschen jetzt in einer gefährlichen Situation. Man hat sehr hoch gekauft und sieht jetzt, dass die Kurse noch nicht wirklich dramatisch abstürzen, aber bei einigen Aktien schon, gerade bei diesen Highflyer-Tech-Aktien wie Peloton, wie Uber, wie sie alle heißen, also die letztendlich Hoffnungswerte sind, und stellt jetzt dann möglicherweise fest, oh, das funktioniert jetzt nicht mehr. Aber bis man das feststellt, bis der Schmerz groß genug ist, kann durchaus eben noch einiges passieren. Jedenfalls sehen wir, dass hier die Großen, die Dickfische an den Märkten, die großen Investoren, die sehr viel Geld verwalten, dass die schon umgeswitcht sind. Man sieht, dass man zwar nach wie vor sehr stark übergewichtet ist in Aktien, ist ja auch kein Fehler, ist nur die Frage, welche Aktien, aber man ist vor allem sehr stark übergewichtet jetzt in Banken, in europäischen Equities, man ist übergewichtet auch in Cash, in Relation alles zum letzten Monat. Commodities ist man übergewichtet,
Wo ist man untergewichtet? Vor allem in Bonds, also in Anleihen, die will keiner haben derzeit. Deswegen steigen ja auch die Renditen. Jedenfalls sehen wir, dass jetzt eben diese Tech-Gewichtung maßgeblich zurückgegangen ist und dass die Gewichtung von Finanzwerten maßgeblich nach oben gegangen ist. Allerdings gab es für diesen Finanzsektor heute keine guten Nachrichten. Finanzwerte heute im S&P 500 der größte Verlierer mit über 2%. Aber hier schauen wir, oder hier sehen wir das nochmal praktisch. Banken sind hier stark übergewichtet worden zum letzten Monat. Tech ist dagegen ziemlich untergewichtet worden zum letzten Monat. Hier sehen wir also Commodities weit oben und wir sehen Tech weit unten. Insgesamt ist man eben nach wie vor sehr stark in Equities gewichtet, also in Aktien gewichtet. Und das, wie gesagt, hat natürlich dann Konsequenzen. Also die Dickfische haben das Ruder ein bisschen vorher rumgerissen, weil sie eben diese Aussagen der Fed dann nach dem FOMC-Protokoll plötzlich ernst genommen haben. Gleichzeitig ist man, und das ist das Komische für die Wirtschaft, für die Konjunkturaussichten, auch ziemlich optimistisch. Wir sehen, dass der Optimismus bei dieser Umfrage der Bank of America wieder deutlich gestiegen ist. Und da ist jetzt also wieder neue Hoffnung, dass also die Wirtschaft ganz toll läuft. Das war zwischenzeitlich ein bisschen nach unten gekommen. Insgesamt aber geht etwa die Hälfte der großen Investoren davon aus, dass wir jetzt praktisch Peak Inflation gesehen haben, dass die Inflation also runterkommen wird. Dass dieses große Thema, was ja überall immer wieder zu greifen ist, Inflation, Inflation, dass das Problem sich etwas verringern wird. Mal sehen, ob sie recht haben. Jedenfalls sehen wir, wenn wir uns jetzt mal auf die Konjunktur wieder fokussieren, auf die Wirtschaft fokussieren, dass etwa heute der New York Empire State Index überraschenderweise in den Negativbereich gefallen ist, also unter Null. Und wir sehen, dass insgesamt der City Economic Surprise Index, also der Index, der bemisst, ob Konjunkturdaten positiv oder negativ von der Prognose abweichen, dass der wieder ebenfalls ins Negative dreht. Also die positiven Überraschungen aus der US-Wirtschaft werden deutlich weniger. Und die Märkte haben jetzt ja seit Jahresbeginn vor allem Finanzwerte gespielt, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan vor allem sind maßgeblich gestiegen. Das ist der zweitstärkst gewichtete Sektor im S&P 500, also die spielen durchaus eine Rolle. Und heute dann enttäuschende Gewinnergebnisse von Goldman Sachs, daraufhin die Aktie so stark unter Druck wie seit Juni 2020 nicht mehr. Und letzte Woche hatte ja JP Morgan berichtet, die hatten damals ihren größten Abverkauf in Reaktion auf die Zahlen seit mindestens 2002, während Goldman Sachs jetzt wohl den zweitgrößten Abverkauf nach Vorlage von Zahlen seit dem Jahr 2009 berichtet. Also das ist jetzt doch ein Gegenwind auch für die Aktienmärkte, wie gesagt, weil die Finanzwerte ziemlich stark gewichtet sind. Allemal im Dow Jones, der ja ein preisgewichteter Index ist, also eine Aktie, die 100 Dollar kostet, die ist eben doppelt so stark gewichtet wie eine Aktie, die 50 Dollar kostet etwa. Und Goldman Sachs hat einen relativ nominal hohen Aktienkurs, deswegen knallt das schon ziemlich rein. Interessant war vor allem bei den Zahlen von Goldman Sachs ist, oder war, dass eben die Kosten des Unternehmens gestiegen sind. Jetzt hat natürlich ein Unternehmen wie Goldman Sachs irgendwie nicht wirklich Lieferengpässe oder Materialmangel, sondern man hat vor allem Personalmangel und Personalkosten. Das heißt, wir sehen bei Goldman Sachs den ersten klaren Hinweis, dass die Kosten für Arbeitnehmer maßgeblich gestiegen sind. Das wird nicht bei Goldman Sachs Halt machen, das wird in anderen Branchen auch der Fall sein. Das heißt, die Personalkosten steigen für die Unternehmen, die ohnehin jetzt schon durch sehr stark gestiegene Rohstoffkosten, durch Lieferengpässe, Materialmangel unter Druck sind kostenseitig. Und das ist genau das Problem, wenn eben die Kosten vor allem für Arbeitnehmer, die ja nach wie vor ein Hauptkostenfaktor für Unternehmen sind, wenn die Preise, wenn die Löhne da zu stark steigen, dann versuchen perspektivisch die Unternehmen eben Arbeitnehmer abzubauen und dann hat man diese Schleife, Unternehmen bauen Arbeitnehmer ab, die Arbeitnehmer, die dann nicht mehr im Job sind, können dann nicht mehr konsumieren und so schlittert eine konsumorientierte Wirtschaft dann in eine Rezession. Und so haben jetzt hier bei
dem Empire State Index eben auch eine Rekordzahl von über 60% der Firmen gesagt, dass sie höhere Preise erwarten, also die Preise, die sie selber setzen werden. Sie wollen also weiter die Preise anheben, um eben diese gestiegene Kostenstruktur irgendwie nachvollziehbar abbilden zu können, zu kompensieren. Und darin liegt dieser Spiraleneffekt letztendlich der Inflation. Und all das macht manche ein bisschen skeptischer. Wir sehen jetzt die zweijährige US-Staatsanleihe und das hat wahrscheinlich heute zu dieser schlechten Stimmung beigetragen, ist heute über die symbolisch wichtige Marke von 1% gestiegen. Jetzt werden aufgrund dessen, aufgrund einer jetzt sehr frischen Umfrage der Deutschen Bank, sehen immer mehr Investoren bald eine Rezession, zumindest im Jahr 2024 eine Rezession. Hier ist der Anteil von 63% auf 73% gestiegen. Im Januar, also vor einem Monat, waren es noch 63%, jetzt sind es 73%. Man blickt also schon ein bisschen weiter in die Zukunft und erwartet eben genau dieses Szenario, dass die Unternehmen dann irgendwann beginnen, die Arbeitnehmer zu entlassen, die dann nicht mehr konsumieren etc. Und hier sehen wir etwa die Zinskurve, die ja praktisch immer der perfekte Vorbote für eine Inflation ist. Hier etwa die Zinskurve zwischen der 5- und der 30-jährigen US-Staatsanleihe geht immer weiter nach unten. Wenn diese Zinskurven dann invertieren, also praktisch gegenläufig dann agieren, dann ist eine Rezession, so war es in der Vergangenheit, immer praktisch vorprogrammiert. Aber noch sind wir nicht so weit, auch wenn wir aus Deutschland merkwürdige Zahlen bekommen. Wir haben etwa den ZEW-Index Konjunkturerwartungen deutlich, deutlich besser. Man ist also hoffnungsfroh, aber die aktuelle Lage deutlich schlechter. Das ist schon eine schizophrene Haltung, kann man fast sagen, die sich in den letzten Monaten in diesen ZDW-Umfragen zeigt. Die Unternehmen erwarten immer das Beste, aber die Realität ist immer ziemlich mau. Und das zieht sich schon seit Monaten. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, okay, scheinbar sind die Erwartungen nicht eingetroffen, wenn die aktuelle Lage so schlecht dargestellt wird, aber auf die Idee kommt offenkundig keiner. Man ist eben menschlich und Menschen sind Hoffnungstiere, sonst wären sie nicht in der Lage, an den ewigen Erfolg zu glauben. Deswegen sind sie schon in der Steinzeit wie bekloppt und über ihre Kräfteverhältnisse wahrscheinlich irgendwelchen Mammuts hinterhergelaufen, damit sie dann irgendwas zu essen haben. Die Hoffnung stirbt also zuletzt und das gilt dann auch für die Konjunkturdaten und das gilt auch für die Türkei, die ein bisschen zur Ruhe gekommen ist. Jetzt, was die Lira betrifft, nach diesem Schritt von Erdogan, aber heute maßgeblich unter Druck, der schlechteste Index mit in Europa war der Istanbul, Borsa Istanbul Index, der BIS, 5% gefallen. Daraufhin wurde der Handel für den kompletten Tag eingestellt. Also jetzt kommt der Druck plötzlich nicht mehr vom Devisenmarkt, sondern von der Aktienseite. Und Sie erinnern sich vielleicht, ich habe gestern Abend ein Marktgeflüster gemacht über diese seltsame Konstellation, dass deutsche Firmen offenkundig kein Gas mehr ordern aus Russland, für den gesamten Februar nicht. Jetzt ist offenkundig die Lage so, dass immer mehr Flüssiggas nach Europa gebracht wird. Das wird dann in Großbritannien angelandet. Aber es dürfte eben so sein, dass dieses Flüssiggas, das normale Gas, das wir zu mehr als 50% aus Russland beziehen, nicht ersetzen kann. Darüber heute ein Artikel auf finanzmarktwelt.de. Dementsprechend werde ich Ihnen das verlinken und dementsprechend muss man natürlich auch die Aussagen von Frau Baerbock in Russland jetzt sehen. Es steht ziemlich viel auf dem Spiel. Ich hoffe, sie weiß, was auf dem Spiel steht. Man muss jetzt den russischen Ambitionen nicht mit großer Sympathie gegenüberstehen, aber sollte zumindest wissen, um was es hier geht. Und um was es hier geht, das wird in diesem Artikel wunderbar thematisiert und analysiert. Und deswegen die strenge Empfehlung, gucken Sie sich das an, lesen Sie sich das durch. Und jetzt wünsche ich erstmal das Allerbeste und sage Servus und ciao.